So, und damit herzlich willkommen wieder zurück zu Let's Play Together Minecraft hier im Feed the Beast Tech World 2 Package mit dem Team. Hi Leute, grüßt euch. Ja. So, und wir haben mal noch ein bisschen Invo produziert. Und das erste, was wir machen, Renny, ist jetzt erstmal unsere Tanks pimpen. So, und zwar zur harten Portable Tank. So, warte, den nächsten kannst du dir gleich rausnehmen. Jawohl, und dann noch einen. Ups. So, okay, jetzt haben wir erstmal drei Tanks. Einer fast 16.000 Millibuckets. Und... Ach hier, alte Shift für Details, okay. Genau, so, und jetzt blasen wir mal noch ein bisschen Ferrus hier durch und ein bisschen... Wie viel Ferrus haben wir jetzt hier? 7. Dann bräuchten wir... nochmal 9 Iron Dust. Okay, das kann erstmal rein. Das kann auch erstmal rein. So, und dann würde ich sagen, schnappen wir uns ein bisschen Iron. Einen Eimer haben wir hier oben. Und ich baue dir mal noch einen Eimer. So, hier, da liegt er. Dein Eimer. Okay, und dann gehen wir mal die Tanks befüllen. Warte mal, wir haben im Level-Trim auch noch welche. Eimer? Ja, 4 Stück, um genau zu sein. Genau, na los, dann gehen wir mal runter zur Lava. Zack. So, wir werden natürlich dann auch noch einen größeren Tank bauen, also so einen richtigen Eisentank. Und da würde ich eben, upsala, da würde ich eben ganz gerne eine Pumpe dran schließen, aber eigentlich auch ganz gern gleich diese Ender Thermic Pump. Und dazu brauchen wir halt Obsidian, dazu brauchen wir Eye of Ender, das heißt wir brauchen Blaze Powder, also wir müssen erst in den Nether gehen und so weiter und so fort. So, die Pumpe ist eigentlich so erstmal das Ziel. So, jetzt stellen wir die Tanks, hier haben wir Lava, das Lava. Achso, oh. Was denn? Ich will jetzt mit den Ämmern wieder hochlaufen. Achso, nee. So, warte mal, die Tanks... Ja. Hast du zwei Tanks? Ich hab... Ja, du hast den weggeschmissen. Gut, dann einmal hier hin quasi. Und dann... Zack. 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 Ah, verstehe. Zack. Also hier innen hin und hier innen hin. Und dann einfach nur befüllen, ne? Und dann einfach nur befüllen. Aber wichtig ist, auf die Tanks klicken, sonst kriegt man Probleme. So wie ich gerade. Shit. Ja, passiert doch nicht, oder? Tanks sind doch stabil. Ja, die Tanks sind stabil, aber der... hast du Wasser dabei, zufällig? Nee, nein. Na, hoffen wir mal, dass es aufhört mit Brennen gleich. War ja nicht irgendwo Wasser. Hör doch mal auf mit Brennen! Oh, Gott sei Dank. So, das war schon wieder fast schief gegangen. Also ganz wichtig, auf die Tanks klicken. So. Ist ja jetzt nicht das Problem. So, wie viel sind jetzt hier drin? 15.000, 16.000 Millibucket. Der Tank ist schon mal voll. Dann nimmst du einfach diesen Crescent Hammer. Hast du den dabei? Meinst du der komische Schraubschlüssel? Ja, genau. Den, nee, den habe ich oben in der Kiste gelassen. Achso, dann sag Bescheid, wenn der Tank voll ist. Dann baue ich den ab. So, warte mal, dann können wir das hier mal wegmachen. Vorsicht. Ich wollte gerade sagen, ich jedes Mal hier drauf rein. Zack. Zack. So, und da haben wir nämlich erstmal ein schönes Lava-Depot. So, das ist jetzt alles fließende Lava, sehe ich das richtig? Ja. Zack. So, das dürfte es hier erstmal gewesen sein, glaube ich, oder? Kriegst du noch was raus? Ja, ich muss bloß gucken. Manchmal, wenn du Rechtsklick machst, kann ich keinen Rechtsklick machen. Nee, das ist alles. Nee, die fließt einfach nur weg. So, aber hier haben wir noch gut Lava. So, einer muss noch hier rein. Warte. Einer da noch rein. Gut. Und dann den dritten bitte noch befüllen. So. Zack. Ja, diese transportierbaren Tanks, die sind nämlich neu und die sind nämlich richtig cool. Und das Schöne ist, man kann die upgraden. Wir haben jetzt...
Ach so, okay. Ist in Ordnung, ist in Ordnung. So, einer voll? Noch. Einer noch, ja, oder? Einer noch, warte. Einer noch rein. So, jetzt ist voll. Zack, nehmen wir den mit und dann können wir erstmal wieder hoch. So, von diesen Tanks, da haben wir jetzt quasi diese Hardened. Dann können wir noch diese Rainforest machen, das heißt diesen Hardened Tank und da einfach mal harten Glas drum schmeißen und da hat man den Rainforest, da gehen schon 32.000 Millibuckets rein. Und dann können wir noch den Resonant und das wäre dann Enderium Ingot und da können dann 64.000 rein. Also da kann man richtig schöne Tanks bauen. Die man transportieren kann. Die man transportieren kann, genau. Die schnappt man sich einfach, zack, bums, bang. Im Endeffekt könnte man auch eine Lavapumpe irgendwo hinstellen, also eine ganz normale Pumpe hinstellen. Dann einfach nur den Tank immer oben drauf stöpseln und die mit der Pumpe, den mit der Pumpe quasi befüllen lassen. Und dann quasi wieder hochwatschen. Aber das lohnt sich natürlich dann alles nur, wenn man die ganz großen Tanks hat. Beziehungsweise wäre auch noch ein Energietesserakt dann möglich. Also nicht ein Energie. Es ist ja diesmal eben so, dass die Tesserakte Energie, Flüssigkeiten und Items alles mit einmal transportieren. Und ja. Da könnte man das übers Tesserakt quasi teleportieren und dann direkt in den Tank rein. So. Okay. Wir haben drei Tanks. Wie geht's weiter? Wir haben Invar. Das schnappen wir uns jetzt mal hier komplett. So, ich habe hier drüben noch ein bisschen was eingeschmolzen. So, oder beziehungsweise nicht eingeschmolzen, sondern pulverisiert. Da haben wir nochmal 24 Invar Ingots. Die können wir auch nochmal hier reinschmeißen zum Durchbrutzeln. Und jetzt brauchen wir erstmal die Magmatic Engine. Wir haben hier auch noch... Dynamo, Entschuldigung. Wir haben hier auch noch Seared Bricks, 40 Stück drin. Wo denn? Ofen waren die jetzt gerade noch. Ach so, die kannst du mal hier drüben noch mit reinschmeißen. Das Glas nicht hier rein. Das schmeißen wir hier drüben rein. Okay. So, und dann brauchen wir diese Invar-Zahnräder. Das heißt, wir brauchen ein Iron. Iron. Ach so, hatte ich schon was einstecken. Naja, gut. Iron und... So, zwei Zahnräder. Und dann müssten wir eigentlich schon unsere Engine herstellen können. So, Moment. Zack, zack. So, Magmatic Dynamo. Sehr schön. So, jetzt können wir hier mal noch ein bisschen Sand durchbraten. So, wir haben den Dynamo, wir haben die Engine. Was brauchen wir noch? Haben wir jetzt hier oben noch Pipes? Ja. Leadstone Energy Pipe haben wir noch. Wir haben noch die Fluiducts, die haben wir auch noch. Das ist ja sehr optimal. Gut. Das brauchen wir erstmal nicht mehr. Das brauchen wir erstmal nicht mehr. Okay, ich überlege gerade, brauchen wir noch was? Achso, ja, für den Kobi. Und zwar, wir brauchen noch Landmarks. Was wolltest du sagen? Nö, das hat bloß ein Starre gehört. Landmarks. So, dazu brauchen wir erstmal ganz normale Redstone-Fackeln. Und zwar drei Stück insgesamt. Dann brauchen wir Lapis Lazuli. Drei Stück. Zack, und schon haben wir unsere Landmarks. Und dann brauchen wir noch eine Dia-Pipe. Eine Dia-Pipe, eine Dia-Pipe. Pipe. So, die Diamantne Transportpipe, genau. Glas und zwei Dias. Ein Glas. Bin ich gar nicht schon, was hast du denn ausgesucht? Zwei, Pipe eingeben einfach nur. Ach, Pipe, ich hab Diamant, deswegen. Ja. Ups, hast du das jetzt rausgenommen? Nö. Doch? Ich hab bloß R geklickt. Ja, ich bin doch gerade im Lexikon unterwegs. Ja, guck mal in dein Inventar, ob du da 8 Dia-Pipes zufällig einstecken hast. Ne? Ich hab 2 Diamanten. Ja, dann gib mir mal die Diamanten wieder. Da hast du mir die Diamanten geklaut gerade. So, okay. So, 8 Dia-Pipes. Dann brauchen wir noch eine Void-Pipe. Und zwar Void-Transport-Pipe. Ein Inksack, Glas und Redstone. Und Inksack dürften wir... Ja, haben wir 3 Stück. Sehr schön. Ein Inksack, Glas, Redstone, 8 Void-Pipes.
So, und dann bräuchten wir noch, ich überlege gerade welche. Wir nehmen wahrscheinlich ganz normale Cobblestone Pipes erstmal. So. Einmal. Das sollte eventuell reichen. Gib mir mal 2 Gold, bitte. Warte. Dum, 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 dum. So, dann nehmen wir noch 8 Goldpipes mit und das war es erstmal gewesen. So, und dann suchen wir uns erstmal einen schönen Platz. Transportpipes, das haben wir, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Gut, wir haben alles. Ach, einen Lever brauchen wir noch. Fällt mir gerade so ein. Einen Lever. Haben wir noch Holz? Ja, ja, ich hab aber Holz. Hab ich eigentlich denken. Achso, hast du auch noch. Gut. Ja. Uiuiuiui. So, einen Hebel. Und flop. So, okay. Wollen wir mal schauen, ob wir einen schönen Platz für unseren Quarry finden. Ja, schöne Plätze gibt's genug. Ja, irgendwohin. Ich würde fast sagen, wir gehen mit dem Quarry hier hinter dem Berg, oder? Ja. Irgendwo hier dahinter. Da sieht man das nicht gleich. Das passt eigentlich. So, irgendwo hier hin, oder? Ja, ja, da noch. Ah, hier haben wir auch so eine schöne Bucht, gell? Ist eigentlich zu geil. Da haben wir sogar eine Ölquelle. Wo? Ach, da ganz hinten. Hm? Da ganz hinten, ja, ja. Ja, ja. So, und dann würde ich sagen, stellen wir den Quarry jetzt einfach mal spaßenshalber hier irgendwo auf. Ein Landmark. Moment, wo stellen wir den jetzt hin? Wo stellen wir den jetzt hin? Das ist jetzt die Frage. Wir stellen den mal hier hin. So, Moment. Einfach mal hier so. Zack. Den Lever. Einmal. So. Okay, und dann gucken wir mal. Wir nehmen natürlich nicht die gesamte Reichweite des Quarries. Weil das wird jetzt einfach zu lange dauern. Die Energie haben wir auch einfach gar nicht. Und zwar, ich denke mal, hier die. So, das reicht. Eine Landmark drauf. Upsala. Verdient. So, und da hoffe ich einfach mal, dass der uns schon ein bisschen was ausgramert hier an Rohstoffen. So, und hier können wir ja ein bisschen weitergehen. So, bis hierhin meinetwegen. Der Unterschied zwischen Dirt und. Also, das ist braune Wolle oder so. Uah. Was? Nee, das, die braune Wolle sieht ja genauso aus wie, der, wie die Erde. Ach so, ja. So, schnell was essen. Und dann zurück zum Quarry. Den Lever können wir wieder wegmachen. Einmal hier Rechtsklick drauf. So, haben wir ein schönes Kästchen. Das soll unsere Quarry-Größe werden. Und jetzt klatschen wir da einfach mal den Quarry dran, würde ich sagen. Und zwar zack, bums, bang. Das hat auch alles super funktioniert. Und hier brauchen wir mal noch ein kleines Plateau. Ups. Was sind überhaupt Kisten? Vorsicht. Ach so, nee, Kisten habe ich ja, natürlich. Die hole ich mal. Jetzt keine, ja. Bring mal. Obwohl, warte, brauchen wir nicht. Machen wir da Ruhe, Kamera. Bring mal vier Kisten, bräuchten wir insgesamt. So, eine Magma Engine. Die stellen wir mal hier rein. Ah, Scheiße. Oder nee, Moment, das machen wir anders. Machen wir das anders. Ich würde den Quarry gerne den Strom. Nee, passt. Können wir eigentlich hier reinstellen. Dann schmeißen wir hier mal so einen Fluidukt. Davon haben wir ja noch welche, Gott sei Dank. Hm. Einmal das hier weg. Hier dieses Fluidukt dran. Und stellen zack, bum, bang, hier so einen Tank drauf. Dann wird das nämlich schon mal automatisch befüllt, das gute Stück. So, unsere Leadstone Energy Leitung. Und jetzt bin ich ja mal gespannt. Zack. Motor läuft, Quarry läuft. Wie geil ist das denn? Ja, bin klar da. Okay, das sieht echt gut aus. Ja,
Minecraft-Schuhe, also Max Power 100 Minecraft-Schuhe, die schafft er natürlich nicht mit so einer Magma-Engine. Die schafft, glaube ich, 80 Redstone-Flux. Aber ihr seht, er baut schon relativ fix auf. So, haben wir den Lever noch? Lever. Den schmeißen wir mal hier dran. Zack, die Engine nochmal kurz aus. Weil sonst legt er nämlich gleich los. So, dann nehmen wir erstmal unsere Wo bist du denn überhaupt? Ach so, na sag doch was. Hätte ich doch gewartet. Ich hab doch gesagt, ich bin gleich wieder da. So, 4000 sind jetzt hier drin. Der hat noch... der verbraucht aber Lava. Alter Schwede, da werden wir mit den Tanks wahrscheinlich gar nicht weit kommen. Ja, geht nicht. Halleluja. Und wir haben gleich ein bisschen indirekte Beleuchtung hier. Stehst du hier so blöd rum? Ja, ich mach deine Dinger. Ich hab mit dem Schaf geredet. Gleich mal nackt gemacht. So. Guten Tag, wo sollen jetzt die Kisten? Moment, die Kisten. Wir schmeißen jetzt erstmal hier eine Dia-Pipe drauf. Auf diese Dia-Pipe schmeißen wir links und rechts eine goldene dran. Und oben drauf die Void-Pipe. So, die Void-Pipe, wie du siehst, ist weiß. Also von bei der Dia-Pipe, was nach oben weggeht, ist weiß. Ja. Das heißt, weiß wird einmal Dirt, einmal Cobblestone und Gravel. Das brauchen wir nämlich nicht. Das geht dann quasi gleich geradeaus durch und wird vernichtet. Und ach so, da brauchen wir ja rechts und links eigentlich gar nicht. Müssen wir mal schauen. Moment, Cobblestone Pipe. Die Golden Pipe ist einfach dazu da, um die Items zu beschleunigen. So, dann klatsch mal die Kiste hier unten hin. Da. Nebeneinander. Genau. So, hat die jetzt connected mit der Kiste? Ja, weiß ich auch nicht so richtig. Schauen wir einfach mal und lassen den Crowy mal weiterlaufen. So. Alter Schwede. Der Tank geht gut leer, du. Cool. Ja, das ist noch nicht mal Chef gebaut. Der Motor braucht ja auch 4000 Millibuckets erstmal, um sich zu befüllen. Die gehen also natürlich, die nimmt er natürlich sich gleich erstmal raus. So. Solange er dann stromeffizienter arbeitet, ne? Naja. Ein Schild dran klemmen, A++. A++. Gibt ja schon 3+. Ehrlich? Ehrlich, oder? Ja, keine Ahnung. So, Quarry arbeitet. Sehr schön. Mir tut er ja nicht, oder? Nö, theoretisch nicht. So, das gute Stück kommt gerade vorgefahren. Ja. Jetzt müsste eigentlich ja loslegen. Jawohl. So, und wir sehen, hier kommt die Erde. Und die geht gleich geradeaus durch in die Void Pipe und wird vernichtet. So, wie es geplant war. Sehr schön. So. Naja, doch, ein bisschen reicht das schon. Ah, okay. Die Lava. Weißt du wie, das geht gleich hoch und wird vernichtet. Produziert das aber nicht in der Theorie ein Nebenprodukt? Wie ist damals im Ultimate Over? Was produziert ein Nebenprodukt? Da werden wir die Erde vernichten, kommt dann nicht ein Nebenprodukt raus? Nur wenn du es durch einen Recycler jagst, dann entsteht Scrap. Achso. Genau. So, und alles, was der Quarry findet quasi... hier ist zum Beispiel jetzt ein Seed dabei, das heißt, der geht in die Chest. Jawohl. Schau mal, der geht in die Chest. Warte, ist er nicht da? Ja, doch. Hat ja, connected. Sehr schön. Wir haben eine Weizenform. Connected. So. So sieht's erstmal aus. Der Quarry läuft und der gräbt sich jetzt langsam nach unten. Und wir müssen halt einfach nur schauen. Ich weiß nicht, ich nehme mal ganz stark an, dass diese Tanks, dass man die nicht einfach übereinander bauen kann. Ich probiere das jetzt einfach mal. Das habe ich nämlich noch nicht ausprobiert. Doch, das geht. Wie geil ist das denn? Wir können die Tanks sogar übereinander bauen. Da können wir natürlich unser Reservoir um einiges erhöhen. Sehr schön. Wichtig ist halt nur, dass hier unten orange ist. Also quasi oben das Blau ist, wenn ihr einfüllen wollt. Und unten ist quasi orange, da soll es rausfließen. So, naja gut. Da haben wir jetzt hier erstmal zwei Tanks. Da hat der Quarry erstmal ein bisschen Energie. Der schnellste ist er nicht, oder? Der schnellste ist er gerade nicht. Eigentlich müsste er noch ein bisschen schneller sein.
Eigentlich müsste er noch ein bisschen schneller sein. Ja, wir müssten wahrscheinlich eher noch eine Magma-Engine, wahrscheinlich noch eine zweite mit dran schmeißen. Aber dann verbraucht die natürlich auch das Doppelte, ne? Also. So, ich würde sagen, wir lassen den jetzt erstmal ganz in Ruhe rödeln hier und widmen uns mal wieder den wichtigen Sachen des Lebens. Das wäre. Ja, was brauchen wir jetzt noch? Ist schon wieder soweit? Ja, gerade eben. Ach so, na gut, dann würde ich sagen, du hast anmoderiert, du darfst abmoderieren, logischerweise. Ach, wie freundlich. Statino lässt mich heute abmoderieren. Das heißt, viel wie ich beende die Folge Minecraft heute. Wenn euch der Part gefallen hat, dann lasst eine positive Bewertung in Form eines Däumchens. Und wir sehen uns dann dementsprechend im nächsten Part wieder. Nochmal zur Information, das Projekt kommt nur dreimal die Woche. Und mitspielen ist aktuell nicht möglich. Danke dafür, bis demnächst. Tschüss. Tschüss, Leute.